Ja, moin und willkommen zurück zu meinem Kanal und zu diesem Video. Es dreht sich um die Laptime Challenge. Bin hier gerade eine schöne Runde gefahren. Das wird jetzt auch meine finale Runde. Ich mache da jetzt ein schönes Laptime-Gedöns draus. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das gefahren bin. Also für mich jetzt die Zeit, die ich gefahren bin. Was es jetzt wird, seht ihr erst, wenn ich meinen Kanal ein bisschen beworben habe. Und zwar, lasst doch einfach mal einen Daumen da, ein Abo und eine Glocke. Mit dem Daumen ist natürlich klar, wird das ganze Video ein bisschen gepusht hier bei YouTube. Und mit dem Abo gehörst du bei mir zu der Familie dazu und ich erreiche mein Ziel von 150 Abos ein bisschen schneller mit deinem Abo. Wäre cool, wenn du was da lassen könntest. Ja, und wie gesagt, mit der Glocke bist du natürlich immer up to date, wenn ich hier ein Video bei YouTube hochlade. Dann bekommst du eine Benachrichtigung, wie auch immer. Geteilt werden kann das Video natürlich auch. Kannst du machen, wie du möchtest. Ja, wenn die drei Dinge da gelassen werden können, das wäre super. Dann würde ich mich freuen, dann freut sich mein Kanal, dann freue ich mich umso mehr. Und ja, so viel erstmal zu meinem Kanal und dann gucken wir mal rein, was ich geschafft habe. Ja, gerade gefahren, eine 1.34.7. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht früher geschafft habe. Ja, aktuelle Weltbestzeit ist von Jeddah Racing aufgestellt worden, von 1.32.293. Sind nach 8 Tage, kann man die jetzt noch rumcruisen, rumfetzen. Ich bin es jetzt auch gerade eben gefahren. Und ja, musste ich ein bisschen rumtüffeln. Ich bin jetzt ja, so gut eine halbe, dreiviertel Stunde bin ich gefahren. Und wollte noch mal gucken, ob ich mich hier noch verbessern kann, weil es ist schon ein bisschen her, wie ich das Video zum Üben hochgeladen habe. Und von daher habe ich es jetzt einfach noch mal probiert. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe eine 1.34.717 hingelegt. Aktuelle Goldzeit ist 1.35.061. Ich denke mal, dass das noch auf die 34er Roller fällt. Das Gute ist natürlich jetzt für mich, ich habe einen kleinen Puffer. Ist natürlich schon mal schön. Und ja, das Auto ist auch nicht gerade leicht zu handeln, weil es geht nicht so durch die Kurven, wie man es normalerweise gewohnt ist. Das Auto ist dann schon, na, ja, ist ja auch Baujahr 66, ne? Also ist ja auch nicht mehr so ganz jung, sag ich mal. So ein alter Hauding. Ja, genug gesabbelt, gucken wir uns bewegten Bilder an. Kann ich euch ja jetzt mal ein Kotelett ans Ohr labern und dann geht das ab hier wie ein Zäpfchen. Den kicken wir mal. Meine letzte Zeit war, glaube ich, 1.35.5. Jo. 1.35.5, das habe ich am 19.04. gefahren. Und kurz vor 12. Und ja, soll ich sagen. Jetzt bin ich es heute nochmal angegangen, weil da doch ein ziemlich großer Zeitraum zwischen ist. Und jo. Wie gesagt, das können wir. Ja, das können wir löschen. So. Ja, und den gehen wir mal rein. Jetzt auch gerade eben frisch gefahren. Also alles ganz frisch hier. Gucken wir mal. Und ja, die Strecke liegt mir, die kenne ich. Die bin ich auch und fahre ich auch in den Formel 1. Die Spiele, die ich habe, da fahre ich ja das, da fahre ich das auch immer. Ist also denn nicht so eine ganz unbekannte Strecke. Also hier fährt man dann auch mit den Formel 1 Wagen und ja. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? Ja, so sieht meine aktuelle Möhre jetzt aus. Das passt. Stellen wir mal alles ein hier. Ja, so. Ja, das ist ein Cockpit. Jo. Motorhaubenansicht, jo. Das könnten wir alle, das machen wir mal. Wir nehmen mal die Motorhaubenansicht. Dann ist das schon schön, dann könnt ihr so das Gesicht vorne sehen.
oder die Motorhaube, wie, wo ich denn da so fahre. Ja, wie gesagt, der Anfang ist natürlich wieder klar. Hier gut schön viel Schwung holen. Da unten die letzte Kurve, wo es zur Start und Ziel geht, die muss natürlich auch perfekt getroffen werden, dass man da schon schön mit Volldampf rauscruist. Und dann, ja, die Kurve, die denn da kommt, so ein leichter Knick, die kann man, habe ich jetzt herausgefunden, auch mit Vollgas fahren, wenn man's, wenn man die Kurve im richtigen Timing dann reinlenkt mit dem Auto. Alles mit Vollgas, kann man hier nämlich nochmal richtig viel Schwung mitnehmen. Jetzt verabschiedet sich hier mein Socken. Was ist denn hier jetzt los? Das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Ja, Entschuldigung, es ist natürlich wieder klar. Egal. So, ja, legen wir mal los. Erste Kurve. Ja, erste Kurve hier. Kurz vom 100-Meter-Schild bremsen, runterbremsen, ganz klare Sache. Ich glaube, ich bremse hier auch schon. Ja, hier fange ich an zu bremsen, seht ihr ja. Und fünfter Gang, empfohlen ist zweiter Gang. Ich glaube, den nehme ich auch. So die vorgegebenen Gänge nehme ich meistens, weil das Auto dachte, denn klar, im zweiten Gang wird das Auto ein bisschen unruhig. Es ist aber auch schwierig, im Automatikmodus hier im dritten Gang zu bleiben. Manchmal klappt es nicht, ist immer so ein Ding, ne? Also ja. So, erste Kurve. Hier schön vor 100 Meter anfangen zu bremsen. Wie gesagt, wir können mal gucken. Ich fange hier gerade an zu bremsen und dann gucken wir mal, wie ich die Kurve nehme. Ja, hier richtig schön über den Körper abkürzen. Also hier könnt ihr wirklich voll die Waldfee, voll die Sau spielen und richtig über den Körper rüber räubern. Und aber auch nicht zu weit, weil sonst wird die Runde rot. Also ich denke, das, was ich hier mache, ist schon Maximum. Ich habe es auch nicht weiter ausgetestet, weil das ist jetzt noch so einigermaßen das Ding, wo das Auto noch ruhig bleibt. Also da ist denn ja. Hier mache ich gar nichts. Ich lasse das Auto einfach rollen, wie ihr sehen könnt. Und zweiter Gang, wie vorgegeben, nehme ich, weil da nimmt das Auto, kann man das besser lenken. Und ja, klar, im dritten Gang ist es ruhiger, das Auto, aber was willst du machen? So viel kann man hier auf jeden Fall abkürzen, dann gucken wir mal. Ja, dann bleibt ihr hier außen, um die Kurven, die da kommt, schön anzufahren, weil hier auf Vollgas. Ja, hier kann man nämlich auch schön rüberräubern, aber kann man auch schön abkürzen. Bin ich vom Gas? Nee, ich bin hier nicht vom Gas gegangen. Also, wenn man es perfekt trifft, so wie ich, dann kann man hier richtig schön rüberräubern, da oben über den Körb, hier rüberräubern und alles mit Vollgas. Ab der am Körbende da oben. Wenn man das alles perfekt so getroffen hat wie ich, dann kann man hier mit Vollgas durchbrettern. Und dann sieht das so aus. Ja, wie ihr gehört habt, ich bin hier kurz vom Gas gegangen. Leider kann man diese Kurve hier nicht mit Vollgas fahren. Oder vielleicht doch, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Vollgasversuche, die ich probiert habe, ging meistens immer daneben. Bin ich immer darüber, über den Körb darüber hinaus und dann war die Runde rot. Und dann, ja. Also nehme ich da immer kurz Gas weg. Wenn ihr das mit Vollgas schafft, fahrt das mit Vollgas. Also, ne, es muss jetzt nicht heißen, dass ihr jetzt davon von Gas gehen müsst oder so. Also, wenn ihr da da mit Vollgas schafft, hau rein. Also, also nicht vom Gas gehen, denn, ne? Ja, dann geht das hier weiter. Schön Vollgas hier fahren. Ja, und hier fange ich schon an zu bremsen. Wieder kurzem. Also, jetzt bin ich sogar noch ein bisschen weiter weg als wie das 100-Meter-Schild. Da ist das 200-Meter-Schild. Kann man da noch mal ein bisschen. Nein, da wollen wir nicht. Okay, da können wir nichts sehen. Auf jeden Fall hier früh anfangen zu bremsen. Das hat nämlich einen Grund, weil dann kann man die Kurve im dritten Gang fahren. Moment, ich zeige euch das mal. So, hier bin ich nämlich im dritten Gang und ihr könnt das Auto nämlich jetzt, denn wenn ihr früh genug bremst, das perfekt timet, hier im dritten Gang bleiben, das Auto bleibt schön ruhig und ihr könnt natürlich dann auch früh Gas geben. Ich zeige euch mal, wie ich die Kurve genommen habe.
Wie ihr sehen könnt, ich gebe hier schon wieder Gas. Bin immer noch im dritten Gang. Also muss auch alles perfekt getroffen werden. Man kann den Curb aber auch noch weiter abkürzen. Also das geht auch. Da muss man aber ein ruhiges Händchen haben mit dem Stick, weil der 66er Jaguar ist ein bisschen zickig. Aber wenn das hier im dritten Gang gefahren wird, bleibt der Wagen eigentlich schön ruhig. Ja, dann könnt ihr euch hier schön raustragen lassen über den Curb. Allerdings nicht zu weit rüber, weil dann wird die Runde rot und das Auto wird nervös und dann ist alles vermorst. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr das so schön getroffen habt, im dritten Gang wohl bemerkt immer noch, dann hier natürlich schön raus beschleunigen. Ja, hier anfangen zu bremsen. Hier bin ich schon voll auf der Bremse. Ein paar, ja, so mittig von 50 und 100 Meter kann man hier denn bremsen. Ja, runterbremsen bis in dritten Gang, glaube ich. Da fahre ich hier im zweiten, weiß ich jetzt gar nicht genau. Nein, ich bleibe hier im dritten in der Kurve. Müsst ihr ein bisschen mit dem Gas rumspielen, lasst euch ein bisschen nach außen tragen und dann, dass ihr da schön, wie ihr sehen könnt, ich gebe da schon wieder Vollgas. Ich gehe da aber auch gleich nochmal runter vom Gas. Moment. Ja, ich gebe hier noch nicht ganz Vollgas, weil die Kurve, die ist doch ein bisschen fies, weil wenn ihr die jetzt so getroffen habt wie ich, dann ist natürlich klar, dann trefft ihr die Kurve richtig schön. Also richtig hier noch über den Curb rüber und dann könnt ihr hier schön, ja, hier dann schon wieder anfangen zu bremsen. Wo habe ich mich dran orientiert? Ganz einfach an diesem grünen Balken, der da auf dem Beton aufgemalt ist, sage ich mal. Da habe ich mich dran orientiert. Davor bremsen und dann halt eben runterbremsen bis in zweiten Gang. Ja, und dann hier über den Curb rüberfahren. Hier, wie ihr sehen könnt, zweiter Gang. Das Auto bleibt schön ruhig. Also nicht runter. Also nicht das machen, was da unten angezeigt wird, sondern im zweiten Gang versuchen zu bleiben. Aber eigentlich sollte das, ist das möglich, im zweiten Gang zu bleiben. Und dann könnt ihr hier schön reinfahren. Ja, hier müsst ihr aufpassen. Hier habe ich, glaube ich, auch mal eben kurz gebremst, weil ich hier zu schnell reingefahren bin. Ja, wie gesagt, wie ihr jetzt sehen könnt, ein bisschen nach außen tragen lassen, aber nur ganz kleines bisschen, so dass ihr früh reinlenken könnt und früh raus beschleunigen könnt, so wie ich das hier jetzt zum Beispiel habe. Das ist natürlich jetzt perfekt angehalten, weil jetzt sieht das nämlich dann so aus. Dann könnt ihr nämlich hier über den Curb abkürzen und könnt ihr natürlich ja schon volle Luzi geben. Gut, ich fahre gerade über den Curb. Natürlich ist natürlich das Geflacker da mit dem Gas, ist natürlich normal, weil die Räder drehen hinten natürlich da auf dem Curb natürlich ihre Runden. Und ja, dann könnt ihr natürlich schon schön früh raus beschleunigen. Ja, woran habe ich mich orientiert? Ganz einfach, hier wieder an diesem grünen Balken. Wenn ich den erreicht habe, bremse ich. Ja, wie gesagt, hier runter in zweiten Gang. Hier bremse ich immer noch. Ja, und hier gebe ich auch schon wieder Gas, weil ich gemerkt habe, alles klar, das passt. Und dann kann ich nämlich hier schön über den Curb abkürzen. Gut, ich habe jetzt nicht viel über den Curb abgekürzt, aber man kann hier aber noch mehr über den Curb abkürzen. Ja, hier bin ich kurz vom Gas gegangen, weil die Kurve kann man auch nicht mit Vollgas fahren. Hier bin ich vom Gas gegangen. Moment. Ah, hier gebe ich jetzt wieder Vollgas, weil ich gemerkt habe, alles klar, jetzt passt es. Weil ich bin dem Curb jetzt richtig schön nah und ich kann den Curb hier mitnehmen und kann jetzt dann schon mal richtig schön raus beschleunigen. Ja, hier habe ich wieder angefangen zu bremsen. Hier bin ich schon voll drauf. Ich denke mal, das ist jetzt noch ein paar Zentimeter weiter hinten. Ja, das ist jetzt dann wieder vor den 50-Meter-Balken. Wie ihr sehen könnt, der Abstand ist noch zum 50-Meter-Poller da ziemlich weit. Das macht aber nichts, weil hier ist so eine Kuriosität mit dem Auto. Je früher man bremst,
umso besser kann man aus den, kann man in die Kurven reinlenken und raus beschleunigen, habe ich jetzt denn heute gemerkt. Ja, muss man das natürlich auch ein bisschen rausfummeln, ne? Also das ist natürlich dann auch alles denn schön. Ja, auf jeden Fall hier vor dem 50-Meter-Schild bremsen. Ja, und schön hier im, da kann man den zweiten Gang nehmen, weil im zweiten Gang, man kann auch den dritten nehmen. Das habe ich auch schon geschafft, dass ich das hier im dritten gekriegt habe. Aber da bin ich dann richtig hier schön über den Körper rüber geräubert und dann bleibt das Auto auch schön stabil. Da ich jetzt aber im zweiten bin, habe ich die, ich habe die Kurve hier aber auch gut getroffen. So ist das nicht. Aber man kann hier ruhig noch weiter abkürzen. Das einzige Doofe ist natürlich, wenn man dann im zweiten ist, dann wird das Auto unruhig. Dann muss man einen ruhigen Daumen haben denn, ne? Gut. Alles klar. Bin hier schön nah am Körb dran. Zweiter Gang. Ja, und auch schön sanft reinlenken, weil Pupsi mag das gar nicht, wenn er im zweiten Gang ist und dann ganz scharf reingelenkt wird. Oder so abrupt. Also dann ganz sachte lenken und dann Gas geben. Hier bin ich nur auf Halbgas jetzt, schon ein bisschen über Halbgas. Und ja, jetzt kann ich eigentlich dann auch schon gleich volle Luzi geben. Weil die Kurve ist nämlich jetzt wieder ausschlaggebend für die Zielgerade. Weil so je langsamer ihr da jetzt raus beschleunigt oder da Zeit liegen lasst, und das fehlt euch dann hier nachher auf der Geraden, das kriegt ihr dann nicht mehr aufgeholt. Ja, auf jeden Fall hier schon im dritten Gang, also ist ja der Weg zur Zielgeraden. Jetzt kommt noch eine schwierige Stelle und dann haben wir's. Ja, hier ist das Lenken entscheidend. Nicht. Also ihr müsst ganz dicht natürlich ran. Das ist Maximum, was geht. Ist alles mit Vollgas. Also ich gehe da nicht von Gas oder so, aber das Einlenken muss hier getimt werden. Kommt bitte nicht auf den Curb. Ihr müsst so nah wie möglich an den Curb ranfahren, aber nicht rauffahren. Weil wenn ihr da rauffahrt, dann kommt das Auto ins Rutschen, die Reifen drehen durch und ihr verliert Zeit. Das habe ich nämlich jetzt denn schon rausgefunden. Und ja, fahrt so dicht wie möglich an Körb ran, weil dann könnt ihr die Kurve hier nämlich schön mit Vollgas ein paar Meter, ja, was heißt ein paar Meter, vor der weißen Linie geht es auch noch, aber weiter dann auch nicht, weil sonst werdet ihr zu weit rausgetragen und dann landet ihr da auf der grünen Grünteppich da, was das da ist. Ist der nicht schön? Dann habt ihr eine perfekte Runde und vermasselt das hier in der letzten, weil ihr zu weit rausgekommen seid dahin oder ihr müsst Gas wegnehmen oder was auch immer. Dann ist die Runde für einen Däubel. Ja, so weit da ranfahren, das ist in Ordnung. Das ist schon eigentlich, puh, da passt auch kein Löschblatt mehr hin. Ja, so auf jeden Fall da reinfahren, schön mit Vollgas. Ja, hier ist dieser besagte Teppich, also da könnt ihr dann rausgetragen werden. Und wie ihr sehen könnt, ich habe noch Platz. Also ihr könnt die Kurve, ihr braucht da nicht so dicht ranfahren wie ich. Aber zu weit sollte es auch nicht weg sein, weil sonst, wie gesagt, da ist denn der Teppich und da kann man zwar rauffahren, aber auch nicht zu weit, weil sonst wird's rot, die Runde. Ja, und dann heißt das rausbeschleunigen, ne? Ja, und dann natürlich denn hier schön an der Seite lang fahren, weil wenn ihr jetzt noch ganz darüber fahrt, dann verliert ihr auch wieder Zeit. Nur mal so als Tipp. Also immer schön hier dicht, hier an der Mauer. Lässt ihr keine Zeit liegen und fertig. Ja, und das war dann mal eben eine Runde. Das war dann meine Goldzeit. Ne? Also, ja. War nicht einfach, gebe ich zu. Ich habe davor auch schon ein paar Runden gedreht, bis ich dann herausgefunden bin, ah, so muss ich also bremsen, so muss ich da reinfahren und so muss ich die Kurven nehmen. Alles klar, gut. Ja, und dann hat das natürlich dann auch alles hingehauen, ne? Ja, gut, genug gesabbelt. Jetzt seht ihr mal die Runde ohne mein Gesabbel. Viel Spaß!
So, das war dann mal eben meine schnelle Runde. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, einfach mal den Daumen da lassen, ein Abo, die Glocke und zum Teilen könnt ihr das natürlich auch machen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in den neuen nächsten Video wiedersehen. Und dann passt das schon. Alles klar. Dann würde ich sagen, was das von meiner Seite. Und dann hört und sieht man sich denn in einem neuen Video. Das war verkehrt. Können wir hier nochmal reingucken? So. Und ja, ich habe eigentlich gedacht, dass sie schon unter oder dass sie schon bei 34, 1,34 sind, aber ja, dem ist nicht so. Ja, gut. Gucken wir mal. Einen kleinen Puffer habe ich ja. Vielleicht reicht es für Gold. Wäre ja cool, wenn ich mal wieder Gold hole. Aber wenn es der Silberne wird, ist das auch in Ordnung. 8 Tage sind es ja noch. Und ein Tag ist hier jetzt noch. Von daher kommt da bald auch wieder was zum Üben, zu gucken. Das läuft. Alles klar. Denn soll es das gewesen sein. Jetzt zum zweiten Mal. Und dann hört und sieht man sich in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao.